Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal oder willkommen zurück, wenn ihr schon Videos von mir gesehen habt. In diesem Video zeige ich euch Teil 2 meines Vlogs aus Holland. Also wenn ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch den gerne hier. Und hier seht ihr auch ein paar Bilder aus Teil 1. Wir waren in Middelburg, da war auch unser Airbnb. Wir waren ein bisschen shoppen, haben uns eine alte Windmühle angeschaut, waren in Zuteland am Strand, der etwas windgeschützt ist, in Ostkapelle und Domburg und haben eine Tandemtour zwischen diesen beiden Orten gemacht. Natürlich gab es auch Pommes Spezial und das nicht nur einmal. Und wir waren auf der künstlichen Insel Neltjejans, die an der Osterschelde liegt. Wenn euch dieses Video gefällt, gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Hier nehme ich euch mit zu Teil 2, nochmal nach Middelburg, nach Veere, eine der schönsten Städte, wie ich finde, und zum Strand von Dishoek, was ich mit ziemlicher Sicherheit falsch ausspreche. Veere ist ein Küstenörtchen, das sich direkt am Wärsemeer befindet und vor allen Dingen der Stadtkern ist super schön. Er erinnert mich immer an Colonial Williamsburg in Virginia. Wahrscheinlich ist es natürlich genau andersrum, dass die Siedler ein paar niederländische Architekten und Ingenieure dabei hatten und die Bauwerke in Colonial Williamsburg denen hier nachempfunden sind. Veere hat auch einen kleinen Hafen, in dem hauptsächlich kleine Segelboote liegen. Und das Schönste an Veere ist tatsächlich der Stadtkern, die kleinen Gässchen und der Bereich um die Kathedrale. Also selbst wenn da alles geschlossen hat, lohnt sich ein Ausflug in diese Stadt, um einfach mal die Gegend zu erkunden. Wir hatten in dem Moment unsere Drohne leider nicht dabei, sonst wäre ein Blick von oben auf die Kathedrale und ein Rundflug sicherlich auch super schön gewesen. Aber ich verspreche euch, wir haben für die nächsten zwei Orte, die wir besucht haben, die Drohne extra immer eingepackt. Danach waren wir am Strand von Dishoek und nein, ich habe nach wie vor keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und der Strand ist auch super schön und sehr sauber und da haben wir uns entschieden, dass wir die Drohne nochmal starten lassen, um euch einen besseren Überblick zu geben. Ich persönlich finde fast alle Strände in Seeland ziemlich schön. Ich glaube, der breiteste Strand liegt bei Ostkapelle. Das Schöne an allen Stränden dort ist, dass sie aus so einem feinen weißen Sand bestehen und einem damit so ein bisschen das Karibikgefühl geben können. Wir sind danach nochmal in Middelburg gewesen und diesmal sind wir etwas über den Marktplatz hinausgelaufen zur Kirche und haben da eine ganz neue Ecke gefunden mit einem super Blick auf die Kirche. Das war so eine Gasse mit kleinen Restaurants und einem Dach aus Rankpflanzen und Regenschirmen. Weil Städte von oben meistens so mit am interessantesten sind bei Drohnenvideos, haben wir auch hier die Drohne einmal gestartet. Die muss einmal kalibriert werden in alle Himmelsrichtungen und dann ja, konnte sie abheben und wir sind erstmal über den Marktplatz geflogen. Da seht ihr auch die Vögel, die auf etwas tieferen Ebenen fliegen. Wir sind zum Stadthaus und zur Kathedrale geflogen und haben euch einmal einen besseren Überblick über Gesamtmittelburg verschafft. Dann wisst ihr auch ungefähr, wie groß die Stadt ist.
Gibt es noch jemand außer mir, den dieser Teil hier total an Hogwarts erinnert? Dazu muss ich vielleicht sagen, dass ich der größte Harry Potter Fan bin und mich wahrscheinlich viele an die Filme oder die Bücher erinnert. Vor allen Dingen für die Leute, die schon nach Kochvideos von mir gefragt haben. Ich war ordentlich shoppen und es kann bald losgehen. Wir haben im Wesentlichen bei Dille und Camille und bei Casa eingekauft. Ich verlinke euch die Läden gerne mal unten in der Infobox, damit ihr die auch findet. Zumindest Dille und Camille hat auch einen Online-Shop. Ansonsten kaufen wir ganz gerne einige Lebensmittel, die es hier nicht gibt oder in dieser Form nicht gibt. Vor allen Dingen Vegetarisches, dann die Klassiker wie Lakritz und Schokostreusel, aber auch ein paar Sachen, die dort deutlich günstiger sind, wie Mandelmus und Kokosöl. Außerdem noch etwas CBD-Öl, weil es dort einfacher zu bekommen ist. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ja, gebt mir doch gerne mal einen Daumen hoch. Falls ihr Video 1 noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das hier am Ende, dann könnt ihr euch das einmal anschauen. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos.